Moin und herzlich willkommen zur 613. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Mittwoch, dem 18. September 2013. Und liebe Edelmetallfreunde, Sie dürfen nur einmal raten, was sich zu dieser extrem bullischen und fast habe ich es nämlich gesagt, sehr starken Bewegung von plus 9,2% bei Silverbeaten, wo wir ein Positionstrade aufgebaut haben, das heißt längerfristig über mehrere Wochen hier im Markt sind. Hier war nämlich unser Einstieg gewesen. Was ich dazu sagen werde, selbstverständlich, die Edelmetallmärkte machen Zackatum, denn die Fed entscheidet, dass das Wachstum momentan noch moderat ist und deswegen kein Tapering stattfindet. Wichtig ist mir Folgendes, wir haben hier diese Bewegung getradet, wir haben hier einen Teilgewinn realisiert und dann haben wir gesagt, wir haben kein Risiko mehr und den Rest lassen wir laufen. Im Bereich der 200-Tage-Linie haben wir gesagt, es kommt Widerstand in den Marken, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier oben durchgehen werden, ist sehr gering und es kann auch sein, dass wir größer zurückkommen werden, aber unser Setup ist längerfristig und die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier ein höheres Tief machen werden, ich habe nicht gesagt, es wird so sein, ist deutlich größer. Und wenn dann wieder eine bullische Bewegung in den Markt kommt und es nach unserem System passt und noch ist es nicht so weit, dann werden wir unser Stop-Loss anpassen. Unser Stop-Loss ist immer noch hier unten. Wir haben trotzdem kein Risiko mehr in diesem Trade wegen des Teilgewinns, was wir schon durchgeführt haben. Und wir lassen diese Position weiterlaufen. Es ist so wichtig, dass man sich klar macht, in welchem Zeitfenster bin ich unterwegs. Wann muss ich meinen Stop-Loss früher und schneller anpassen? Und wann kann ich dem Stop-Loss und damit auch der Position mehr Luft geben und das Ganze weiterlaufen lassen. Bevor wir auf Gold schauen, schauen wir nochmal ganz kurz auf die Rohstoffliste. Hier Silber plus 5%, Gold plus 4%, Platin plus 2,8%, Palladium plus 2,4% und so weiter und so fort. Aber diese Ausgabe wollen wir mit Gold beginnen. Und bevor wir über die Rohstoffe sprechen, erlauben Sie mir einen ganz kurzen Gruß nach Schweiz. Unsere Schweizer Freunde, die haben, glaube ich, heute viel zu feiern, denn zum ersten Mal seit 17 Jahren hat ein Schweizer Team auf der Insel, nämlich die Boys FC Basel, hat bei Chelsea 2:1 gewonnen. Viele herzliche Grüße und herzlichste Gratulation. Jetzt, ach so, muss ich Ihnen auch noch erzählen, heute aus Versehen beim Einzelcoaching, da hat sich unser Schüler Christian, der auch aus der Schweiz kommt, totgelacht, hat nämlich gesehen, wie ich die Cola-Flasche auf meine Tastatur gekippt habe und deswegen versuche ich zwar immer noch mit der Tastatur rumzumachen, aber die macht hier nichts mehr, die ist leider nämlich tot und muss das jetzt hier mit der Maus regeln. Wir sind bei Gold und was ganz wichtig ist und was ich Ihnen sagen möchte noch einmal, sehr häufig wurde davon gesprochen zuletzt, dass das hier eine Stange ist, dass das hier eine Flagge ist und die Flagge ist bärisch aufgelöst worden und die Märkte sind auf dem Weg, tiefere Tiefs zu machen. Alles, was ich Ihnen dazu sagen konnte und ich will jetzt nochmal ganz kurz aus edukativer Sicht zeigen, ist, dass wir von dieser Bewegung mehr als 61,8% gemacht haben. Und in dem Augenblick, in dem wir über die 61,8% Retracement-Marke gehen, ist das hier nicht mehr eine Nebenbewegung, sondern das ist eine eigenständige Hauptbewegung. Die Frage ist nur, ist das jetzt Hauptbewegung, 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 Hauptbewegung? Sind wir in einer Seitwärtsrange? Oder ist das jetzt hier die Bewegung, die den Trend umstellen möchte? Das heißt, das ist hier eine Hauptbewegung, das ist die nächste Hauptbewegung. Wir machen eine Nebenbewegung und dann sind wir auf dem Weg, möglicherweise eine neue Hauptbewegung zu machen. Diese Frage ist immer noch nicht beantwortet. Nur das, was man auf jeden Fall beantworten kann, ist, die Bullen kommen wiederum eindeutig oberhalb der 61,8% Retracement-Marke der bullischen Bewegung in den Markt. Und deswegen muss man immer noch hier davon eher sprechen, dass das eine Nebenbewegung ist. Das nächste, was ich Ihnen zeigen möchte, und viele von Ihnen werden sagen, ja, jetzt sind wir total bullisch, jetzt wird der Markt auf jeden Fall weiterlaufen. Und da möchte ich Sie warnen und sagen, ja, diese Bewegung war sehr wichtig. Das ist ein Ausrufezeichen, was die Bullen gesetzt haben, aber wir haben immer noch Widerstände. Wir haben die aufsteigende Trendlinie, die wir bärisch aufgelöst haben. Genau dort machen wir nämlich Halt. Wir haben immer noch die 20-Tage-Linie vor der Brust. Und wenn ich Ihnen etwas zeigen kann, lassen Sie mich mal ganz weit zurückgehen. Hier. Da war das nämlich gewesen. Diese Kerze, die Sie hier sehen, die sieht doch ähnlich bullisch aus wie die Kerze, die wir zuvor gesehen haben. Das war ebenfalls im Rahmen einer Fed-Entscheidung. Und dann hat der Markt extrem bullisch reagiert und man war der Meinung, dass der Markt hier auf jeden Fall weiteres Potenzial hat. Aber der Markt ist jetzt immer noch eine ganze Weile seitwärts gelaufen, weil nämlich der Widerstand nicht aus dem Weg geräumt worden war. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht die Nachricht traden, sondern dass wir dann traden, wenn Dynamik in den Markt kommt, wenn also Widerstände aus dem Weg geräumt worden sind. Wann sind denn möglicherweise Widerstände aus dem Weg geräumt? Dazu gucken wir zu dieser Trendlinie, die war im Bereich der 13,70. Dann gucken wir nochmal einmal auf den 4-Stunden-Chart und schauen sich das an. Wir haben hier eine trendbegrenzende Linie. Das ist dupliziert von dieser trendunterstützenden Linie. Vielleicht kann ich Ihnen das noch besser über den Stunden-Chart zeigen. Wir haben nämlich Widerstand, Widerstand, Widerstand. Und das Ganze spielt sich hier im Bereich von 13,78 ab.
Wenn wir das hinter uns gelassen haben, dann haben wir über den Tag diese trendbegrenzende Linie hinter uns gelassen. Dann haben wir die 20-Tage-Linie hinter uns gelassen. Und dann haben wir Potenzial und auch eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der bullischen Bewegung in Richtung des Hochs, was wir hier vom 28. August gemacht haben, in Richtung der 1440. Da ist wieder die horizontale Marke, die auf uns wartet. Und natürlich auch eine Trendlinie, die trendbegrenzend ist. Trend begrenzen, Trend begrenzen, Trend begrenzen und das wartet hier auf uns dazu, fällt die 200-Tage-Linie. Deswegen gilt es jetzt nicht, in diese Bewegung hinein zu traden, weil es durchaus sein kann, dass der Markt noch ein bisschen zurückkommt, noch ein bisschen hochläuft und so weiter und so fort, sondern erst, wenn die Widerstände aus dem Weg geräumt sind, obgleich wir hier eine Kaufformation haben, ein steigendes Momentum haben und auch Volumen in dieser bullischen Bewegung gesehen haben. Ähnlich sieht es aus, wenn man sich Silber anschaut. Silber macht heute plus 5,7%. Wenn wir uns das hier im Tageschart anschauen, wir hatten miteinander über diese horizontale Marke im Bereich der 21,70 gesprochen und vielleicht kann ich Ihnen ganz kurz etwas nochmal über den Stundenchart zeigen. Die hatten wir nämlich eine bärische Wimpelformation hier bärisch aufgelöst gehabt. Kann man über den 15-Minuten-Chart noch viel besser sehen. Der Markt kommt wieder zurück, scheitert daran, macht das tiefere Tief. Und dann haben wir diesen Markt geschortet, haben dann aber auch ganz bewusst vor der Fed-Entscheidung, und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mit meinem Einzelcoaching angefangen habe, habe ich hier unten einen Teilgewinn realisiert, meinen Stop-Loss angepasst, weil ich mich nämlich auf den Unterricht konzentrieren wollte und natürlich auch nicht das Risiko der Fed-Entscheidung haben wollte. Und dann kommt diese starke bullische Bewegung. Schauen Sie sich das an. Widerstand, 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 Widerstand. Genau dort bleiben wir hängen. Wenn wir uns das Ganze zum Beispiel über den 4-Stunden-Chart anschauen, schauen Sie sich das an. Wir hatten eine Bullenflagge, die lösen wir bärisch auf. Wo bleiben wir hängen? Widerstand, Widerstand, Widerstand. Unterstützung, Unterstützung und der Markt macht diese bullische Bewegung, aber er bleibt jetzt hier im 4-Stunden-Chart an dieser horizontalen Marke hängen. Hier Widerstand, hier Unterstützung, hier weggebrochen, Widerstand, Widerstand, abverkauft worden, da bleiben wir hängen. 23,20, dazu die trendbegrenzende Linie. Also wenn wir hier signifikant drüber gehen sollten, dann haben wir Potenzial, etwas auf der bullischen Seite zu traden. Jetzt aktuell tue ich mich schwer, irgendetwas als Stop-Order hier reinzupacken, weil ich nicht weiß, wo ich am besten meine Stop-Loss-Order wiederum reinpacken sollte und deswegen ist es vielleicht hilfreicher, wenn wir zum Beispiel über den Stundenchart hier eine schöne Bullenflagge bilden oder irgendeine andere Formation bilden, damit man auch weiß, okay, also bis hier unten lassen die Marktteilnehmer es zu, dass es runterkommt und dann wollen sie bullisch in diesen Markt reingehen. Bedeutet, wir orientieren uns hier an diese Zone im Bereich der 23,50. Einige von Ihnen mögen jetzt vielleicht vor dem Rechner sitzen und sich denken, oh, wie gut, dass ich den Markt gekauft habe bei zum Beispiel 13,20 oder 13,10, als der Markt gerade angefangen hatte zu fallen. Und jetzt sieht man doch, war doch klar, dass der Markt wieder anfangen würde zu steigen. Ihnen kann ich nur sagen, Freunde, das Problem beim Traden ist, man kann alles falsch machen und trotzdem kommt am Ende ein Plusgewinn dabei raus. Und das ist auch das Problem, weil der Markt einen dafür belohnt, wenn man Dinge falsch macht. Wenn man aber immer wieder das Gleiche falsch macht, dann verliert man am Ende Geld. Und das, was man gemacht hat, in die Fed-Entscheidung, in den fallenden Markt reinzukaufen, das bedeutet eigentlich Gambling, das bedeutet Wetten. Da können Sie auch darauf wetten, dass der FC Basel bei Chelsea gewinnt oder meinetwegen SSC Neapel den BVB schlägt. Sie wissen es aber nicht und Sie haben auch keine Wahrscheinlichkeit dafür, sondern Sie wetten auf irgendetwas. Wenn Sie aber eine strukturierte Ausbildung haben, wenn Sie wissen, was Sie tun, dann ist Ihnen die Fed-Entscheidung völlig egal. Sondern das, was Sie machen ist, Sie kümmern sich um Ihr eigenes Leben, dann kommt die Fed-Entscheidung, dann können Sie danach immer noch auf den Markt gucken und sagen, okay, jetzt ist die Unsicherheit der Fed-Entscheidung raus, jetzt ist eine bullische Bewegung da, jetzt ist Volumen da, jetzt weiß ich nur noch, dass ich auf eine Bestätigung warten muss und dann kann ich es auf der bullischen Seite traden. Und dann brauchen Sie die Nachrichten nicht, dann müssen Sie nicht durch Foren drum geistern, dass Ihnen irgendwelche Leute sagen, ob Sie kaufen oder verkaufen sollen, sondern Sie traden Ihr eigenes Können, Sie traden Ihr eigenes Wissen. Und das, was Sie sich auch fragen sollten, ist, traden Sie eigentlich, weil Sie den Kick brauchen? Wenn Sie das brauchen, dann sollten Sie lieber klettern oder, weiß ich nicht, Basejumping machen. Beim Traden geht es darum, dass man Geld verdient. Beim Traden geht es darum, dass man auf eine vernünftige Art und Weise mit seinem Geld umgeht und sein Geld vermehrt. Und Sie werden mir zustimmen, in die Fed-Entscheidung reinzutraden, ist nicht vernünftig mit seinem Geld umzugehen, sondern Sie beschwören das Glück und sagen, hoffentlich wird das was. Und wenn Sie sagen, ich will es vernünftig machen und ich will nicht mehr wetten, sondern ich will wissen, was ich tue und ich will nicht die ganze Zeit auf dem Markt glotzen, sondern ich möchte meine Position in den Markt platzieren und dann will ich meiner Arbeit nachgehen, dann sind Sie herzlich eingeladen, unser Mentorprogramm in Frankfurt teilzunehmen. Es gilt der alte amerikanische Spruch, use it or lose it. Es gibt noch einen freien Platz in unserem Mentorprogramm. Sie sind herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren und Informationen zu bekommen, damit Sie dann selbstständig in den Markt gehen können und selbstständig agieren können.
Und dann schauen wir noch mal ganz kurz auf SLV, weltweit größte ETF auf Silber Bullish. Da gucken wir einmal auf das Volumen, wenn ich es denn schaffe, hier das hochzubringen. Und Sie sehen, wir haben viel Volumen gesehen auf der bullischen Seite. In dieser gesamten Bewegung nach oben, nach unten ist deutlich weniger Volumen gewesen als in dieser bullischen Bewegung. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung größer. Nur dafür müssen wir die Widerstände aus dem Weg räumen. Und dann haben wir Potenzial, eine Fortsetzung der bullischen Bewegung zu machen. Wir hatten noch eine Position bei Brent. Da sind wir mit einem kleinen Plus ausgestoppt worden. Unser Natural Gas ist mit plus 1,5% ausgestoppt worden. Unser Silbershort, habe ich Ihnen gesagt, ist auch mit einem kleinen Plus ausgestoppt worden. Und dann haben wir aber Minus gemacht bei Kupfer. Vielleicht kann ich Ihnen das auch nochmal ganz kurz zeigen über den Tageschart. Da hatten wir ja hier eine Seitwärtswelle, die bärisch aufgelöst worden war, bärisch getradet. Der Markt macht heute eine extrem starke Bewegung. Wie neben vielen anderen Rohstoffwerten, die heute sehr bullisch gelaufen sind, da werden wir im Minus ausgestoppt. Aber wir wollten und ich wollte mich in dieser Ausgabe auf jeden Fall auf die Edelmetallmärkte konzentrieren. Und was hier Kupfer angeht, ist das Entscheidende. Wir haben hier einen Verlusttrade gemacht. Wir haben drei andere Plus-Trades gemacht. Das führt natürlich dazu, dass wir viel mehr Plus gemacht haben, als dass wir Minus gemacht haben. Ganz unabhängig davon, was jetzt bei Silverbeat denn passiert ist. Nur, wenn eine Position gegen uns läuft, Sie ahnen es, wir haben einen Stop-Loss im Markt und der Stop-Loss schmeißt uns raus. Da machst du einen kleinen Plus, dafür hast du deine anderen Positionen und die laufen dann weiter und dann kannst du mehr Gewinne erwirtschaften. Bitte traden Sie, wann immer Sie traden, mit Risikobewusstsein. Benutzen Sie einen Stop-Loss, passen Sie gut auf Ihr Geld auf und traden Sie nicht in die Widerstandsmarken herein, sondern warten Sie, dass die Widerstandsmarken gebrochen sind und dann kann man etwas auf der bullischen Seite traden. Sie bleiben hoffentlich alle gesund und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.